Die Django, die Lutschpumpe. Geil, ey, wirklich, aber auch ABK, ne? Der kann den halt auch einfach extrem hops nehmen, so. Das macht richtig Spaß. Ich wurde gekündigt, kein Lehrer mehr. Okay, es hat aber jetzt gar nichts mit der Thematik, glaube ich, zu tun, oder? Aber ich würde mal, das Video kenne ich noch nicht. Das Video kenne ich noch nicht. Weil das kenne ich noch nicht. Dies ist die Geschichte. Ich glaube, hier zeigt er jetzt, also so wie ich es halt jetzt so insgesamt mitbekommen habe, dass Lechanko ist dran schuld. War Lechanko dran schuld oder Danny die Kühe? Ich weiß, irgendjemand war dran schuld, dass ABK sein Studium oder sein Lehramt abbrechen Geschichte musste. eines hässlichen, dummen Marokkaners, der den Traum Ja, hatte, Erik, eines ihr könnt Tages dann Lehrer danach zu wieder Fragen werden, stellen, klar. obwohl dieser Junge die erste und zweite Klasse wiederholen musste. Der dumme Bastard dachte halt, dass er dadurch länger Kindergeld bekommt. Heiliger Bimbam, wie lange wird dieser Nafri jetzt wohl noch in der Schule bleiben? Jedenfalls ist der Traum dieses jungen Marokkaners geplatzt, da einige böse mehr Auge machten als Augenärzte. Und was macht dieser Junge jetzt? Während einer Party im Jugendzentrum hat er sich im Eiltempo volllaufen lassen. Eine ganze Flasche Jägermeister, dazu Apfelkorn und Wodka, berichten seine Freunde. Er habe auf seinen ersten Lohn angestoßen und dabei viel zu viel und zu schnell getrunken. Ich schwöre, richtige Depri-Stimmung auf meinem Kanal. Domian, Bruder! Au, mal zurück, ich hab kein Guter am Bolle. Und was geht's bei dir? Bruder, ich werd kein Lehrer mehr! Wie bitte? Sag mir, jetzt rutsch ich bestimmt in dieses Alarmistenkreis, weil ich so perspektivlos bin, Bruder! Wie bitte? Er konvertierte und lernte den Salafismus kennen. Nein, Leute, jetzt mal ohne Spaß. Ich habe richtige Debris gehabt. Wallah. Ich wurde eiskalt gekündigt und bin offiziell kein Lehrer mehr. Danke an meine ganzen Fans, die Folgendes hier erwähnen mussten. Und so jemand wird Lehrer? Welche Schule möchte so einen asozialen Lehrer einstellen? Das ist ein angehender Lehrer. Wenn ich wüsste, dass mein Kind von so einer Person unterrichtet wird, ich würde mein Kind aus dieser Schule sofort rausholen und auf eine andere Schule schicken. Ich habe gehört, du studierst Lehrer. Nein, Danny the Creek, ne? Ist so unangenehm, wie der redet. Es ist echt, also von vorne bis hinten einfach so unangenehm, wie Danny the Creek redet. Oh. Cringe, sein Urgroßvater. Amt, du bist ein Referendar auf einer Schule. Willst du mich komplett verarschen, Digga? Du bist ein Lehrer. Du bist angehender Lehrer, Mann. Was denkst du, wer du bist? Danke, danke. Ihr habt mir meine einzige sichere Einnahmequelle weggenommen. Ihr habt quasi meiner Familie das Brot weggenommen. Und deswegen nehme ich euch heute auch was weg. Also, ich wurde von der Schule angerufen und mir wurde gesagt, dass das Beschäftigungsverhältnis umgehend aufgelöst werden muss. Wie die Kanaken, die jetzt kein Deutsch können, das heißt einfach, die haben mich gekündigt. Aus einem Grund, nämlich wurde gesagt, dass meine YouTube-Videos dem Ruf der Schule schaden würden und dass durch mich die Schule vor der Bezirksregierung nicht gut dastehen würde. Aber dann frage ich mich an dieser Stelle, welchen Ruf meint ihr eigentlich? Bezirksregierung nicht gut dastehen würde. Aber dann frage Realschule Huhn, sein Schüler versprüht Reizgas. Um 10 Uhr ging der Anruf bei der Polizei. Frage ich mich an dieser Stelle, welchen Ruf meint ihr eigentlich? In diesem Zusammenhang ist auch der Name Danny the Dick gefallen, der ja einmal in einem Video Folgendes meinte. Ich hätte mich sogar an die Bezirksregierung von Wuppertal wenden können und das Ganze hätte auf jeden Fall ziemlich üble Folgen für dich gehabt. Die Schulleitung meinte, dieses Video von Danny the Greek gesehen zu haben und mich dann zu kündigen, ehe er da wirklich anruft. Ich möchte jetzt hier keinen beschuldigen, der da eventuell doch angerufen hat, aber lieber Danny the Greek, du hast ja vor kurzem ein Kind bekommen. An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Stoppi! Ich glaube nicht, das Kindi von Danny. Warum ich? Weil Spermi, geh zurücki, wenn du Nemi testi. Ich glaube nicht, Danny Nemi testi. Danny auf Naturi. Und lieber Danny. Magic House, grüß dich. Ich muss aber erstmal sagen, ich finde das unglaublich asozial. Also egal was ist, jemanden privat halt so in die Pfanne zu hauen, wie zum Beispiel Danny the Creek, der sich dann an die Schule meldet oder wendet. Und damit ABK seinen Lehramtsplatz verliert, ist einfach asozial. So, dann lass ihn doch wenigstens fertig das studieren, dass er was in der Hand hat, dass er was vorlegen kann, dass er später halt Lehramt weitermachen kann oder Lehrer sein kann. Aber jemanden schon in der Phase, wo man selber noch Referendariat wahrscheinlich ist und sowas, dass man in der Phase jemanden das ja schon so zeitig oder direkt so vermisst oder auch beendet,
ist asozial. So. Ich habe darum gebeten, nicht dieses Video zu machen, aber da ich dreckig und ekelhaft bin, werde ich dieses Video jetzt extra machen. Ich muss doch meinen Fans zeigen, dass man in Deutschland anscheinend nicht Lehrer werden darf, wenn man zugleich YouTuber ist. Also die Schule hat mir gesagt, dass sie auch insbesondere mein Lerntipp-Video gestört hat, weil ich irgendwie in dem Video etwas von Blowy erzählt hatte. Und ich schwöre euch, Leute, wo die so mit mir ernst geredet haben und dann meinten die so, ja, sie haben in ihrem Video irgendwie das Wort Blowy benutzt, Bachbahn, fick deine Mutter und sowas. Das finden wir gar nicht toll. Ich musste voll lachen, wie die das gesagt haben. So richtige Germanskos. Und die Schule hat auch natürlich der Teil im Video gestört, wo ich meinte, dass Lehrer nach Sympathie bewerten. Was ja aber auch der Fall ist. Die meinten, dass ich durch dieses Video insgesamt die Autorität der Lehrer entkräftigen würde. Da frage ich mich nur, von welcher Autorität reden sie eigentlich? Realschule Hohenstein. Angst, Brutalität, Tränen, Blut, Waffen. Es ist wie ein Spiel. Du bist im Knast, kriegst kein Essen, wirst mit Stühlen beworfen. Das ist kein Spaß. Wir Häftlinge, Schüler waren, sind im gefährlichsten, strengsten und brutalsten Knastschule Deutschlands. Ich habe den Knastschule überstanden. Ich kam wegen Grundschulabschlusses rein. 5 Jahre Qual jedoch geschafft. Aber mit bleibenden Schäden, Psychosen und so weiter. Einsam in der Woche mit Mutti telefonieren, mehr nicht. Tut euch das nicht an, liebe Grüße. August. Wie stark ist das bitte geschrieben, oh mein Gott. Kein Schüler hat da jemals einem Lehrer zugehört, weil sich diese ganzen... Ich glaube, das hat noch nie jemand vorgelesen. Jetzt, wenn man das sich anguckt, denkt man so... What the fuck, Alter? Einfach nicht durchsetzen konnten, meiner Meinung nach. Also mein Lerntipp-Video soll jetzt ein triftiger Kündigungsgrund sein, weil die meisten humorbehinderten Lehrer das Wort Blowy wörtlich genommen haben und wirklich dachten, dass ich mit diesem Video Schüler dazu aufgefordert habe, den Schwanz ihres Lehrers in den Mund zu nehmen. Ich weiß, dass sich einige ekelhafte, pädophile Lehrer jetzt richtig darüber freuen würden, wenn es wirklich so wäre. Aber nein, es war alles nur eher im Sinne gemeint von, schleimt euch bei eurem Lehrer ein, da die Lehrer sowieso nur noch Sympathie bewerten. Guck mal, wie diese ganzen Lehrer bei mir alles immer extra so ernst nehmen, euch aber dann im Unterricht irgendwie beibringen wollen. Demokratie, Freiheit, eine Mohammed-Karikatur, ja, das fällt natürlich unter Satirefreiheit. Aber wenn der ABK in einem Video mal Hurensohn oder Blowy sagt, dann ist das nicht mit Ironie aufzugreifen, nein, dann ist das direkt ernst. Das wirkt so, als würde es Satirefreiheit nur auf einer Seite geben. Aber für die andere Seite gilt keine Satirefreiheit. Nein, weil der Mainstream, die nämlich diktiert, wie Satire aussehen soll. Bei mir ist das jetzt so wie mit der AfD. Wie komme ich jetzt als Kanake auf den Vergleich mit AfD? Die sind gerade die drittstärkste Partei und keiner von denen da oben will mit denen was zu tun haben, obwohl die doch diese ganzen Stimmen haben. Warum möchte mit denen keiner was zu tun haben? Ja, weil die natürlich nicht den Vorstellungen dieser Leute entsprechen. Und bei mir so als AfD-YouTube-Star wäre das genau dasselbe. Was ist das für eine Demokratie, ihr Fotzen, Alter? Pfuh. Ich habe letztens sogar gesehen, irgendwie so ein Polizeioberkommissar, der ist irgendwie für die AfD Sorry, aber der Typ spricht nicht akzentfrei Deutsch, gibt sich in seinen Videos asozial. Die Werte, die er vermittelt, sind genauso niveaulos und heute hier rum. Kein Wunder, dass YouTube ihn nie auf grün stellt. Renaissance, ich grüße dich erstmal, schön, dass du da bist. Ich muss sagen, wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt halt eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn du jetzt in deinem Video sagst, du bist eine Fotze oder sowas, dann ist das halt nicht zwangsläufig das Sinnvollste, gerade wenn du Pädagogik studiert hast sozusagen, ne? Du bist ja Pädagoge, arbeitest mit Kindern zusammen, musst eine Vorbildfunktion haben, dementsprechend musst du dich theoretisch auch öffentlich so verhalten, ja, dass du trotzdem weiter ein Vorbild bleibst. Also ich kann das schon verstehen, aber das ist halt auf eine Art und Weise passiert, dass ein Danny DeKrieg ihm den Job sozusagen oder ihm das Studium versaut, ja, das ist halt asozial. So, dann soll die Schule doch selber drauf aufmerksam werden, ne? Aber dass es halt ein anderer YouTuber macht, um ihn zu schaden, das ist halt einfach asozial, finde ich. Ja. Aber alle haben den dann gehatet. Leute, denkt ihr, der geht auf die Straße und schlägt dann jeden Kanaken, den er sieht? Nein, der macht seinen Job doch auch normal, auch wenn der bei AfD ist. Und so ist es bei mir doch auch. Ich bin auf YouTube ein ekelhafter Kanake, aber mach meinen Job trotzdem normal. Die tun jetzt so, als hätte ich in dem Video gesagt, geht eure Lehrer schlagen oder sonst was. Aber scheiß mal da drauf, Walla. Das Beste war einfach meine Mutter. Als das Telefonat zu Ende war und ich so fast am Heulen war, ich geh so zu meiner Mutter, Mama, ich wurde gekündigt. Meine Mutter eiskalt so. Hä?
Gekundig dieser Schweine, gehst du auf Straße, machst du eine Demonstration mit Armee von dir, mit EWK Armee. Ich hab so ein Lachfleisch bekommen, da, jella, jella, machst du. Meine Mutter kennt euch einfach auch. So viele... Also stell dich mal vor, der demonstriert und sagt, ja, alle Abonnenten sollen dort mitdemonstrieren. Also ich will nicht wissen, wie viele tausende Menschen dorthin gegangen wären, um mitzudemonstrieren mit ABK. Ohne Witz, ich glaube, das wäre so richtig ausgeartet bei ihm. Aber ich hätte es gefeiert, das muss man sagen. Von euch haben mir geschrieben, dass die durch mich motiviert wurden, Abitur zu machen, später manchmal studieren zu gehen, weil die immer gedacht haben, wenn man Lehrer werden will, man muss Opfer und Streber zugleich sein. Aber bei mir haben die gesehen, so ein Jigo an der Tafel, die haben sich Lachgeld geschoben, die wussten, ey, das ist ein cooler Lehrer. Durch mich sind da jetzt keine Schüler in der Schule irgendwie schlechter geworden. Im Gegenteil, die waren viel motivierter, die haben sich notentechnisch verbessert. Man konnte also keinen Nachteil aufweisen, der durch mich entstanden ist. Es gab so einige Mobbingopfer auf dem Schulhof, die wegen mir plötzlich beliebt wurden, weil ich generell so ein Typ bin, der sich immer auf die Seite des Opfers stellt, wenn es zu weit geht. Keiner sagt, wow, der ABK hat einen Migrationshintergrund, seine Mutter kann nicht mal lesen und schreiben, er ist ohne Vater aufgewachsen, hat ein 1er-Abitur, hat ein 1er-Bachelor. Nein, diese Punkte werden nicht angesprochen. Es wird nur der Punkt angesprochen, oh, der ABK ist ja asozial, der beleidigt ja manchmal in seinen Videos. Die Leute denken jetzt so, weil ich auf YouTube ab und zu mal beleidige, dass ich auch so mit anderen Leuten rede. Ja, also mich würde es mal interessieren, wie seht denn ihr das? Wie seht ihr das? Seht ihr das auch so wie ABK, dass es okay ist, was er halt macht und dass er dann noch Lehrer ist? Oder sagt ihr auch, man muss dann trotzdem eine gewisse Vorbildfunktion haben? Ey, seid ihr eigentlich behindert? Ich bin 25 Jahre alt, als ob ich nicht weiß, wann man sich wie zu verhalten hat. Leute, ich bin ein Chamäleon. YouTube ist doch wie eine Bühne und da übertreibe ich doch extra. Wenn jetzt eine Frau in irgendeinem Film eine Nutte spielt, heißt es dann, dass die irgendwie keinen Betrieb mehr annimmt, weil sie sagen werden, oh, sie haben damals als eine Nutte gearbeitet in einem Film. Das Ganze heißt aber jetzt nicht, dass ich irgendeine Fake-Fotze bin, die sich auf YouTube komplett verstellt. Nein, im echten Leben unter meinen Freunden bin ich sogar noch ekelhafter. Wallah. Ich weiß ganz genau, dass die ganzen Lehrer da wissen, dass ich meine Arbeit immer gut gemacht habe und dass ich mit meiner ganzen Army immer zu der Schule gestanden hätte. Aber kein Lehrer hatte die Eier, zu mir zu stehen. Diese ganzen Blenderfotzen, Politiker oder sonst was tun immer einen auf heilig. Dann geht ihr auf deren Rechner und dann findet ihr da irgendwie Kinderpornos. Dann seht ihr die fälschen irgendwelche Doktorarbeiten oder so Banker, die ziehen sich Nasen. Ihr seid doch die größte Gefahr für die Menschheit. Und was mache ich sogar freiwillig? Ich nenne mich ekelhaft und abgewichst, weil ich immer die Wahrheit ausspreche und ganz genau weiß, dass Ehrlichkeit heutzutage nicht mehr belohnt wird. Tulein hat das ganze Lehramtsstudium umsonst. Wie soll ich jetzt mein Lehramt beenden? Ich muss noch einige Praktika machen, aber welche Schule wird mich annehmen, nachdem ich jetzt so einen gefickten Ruf habe von dieser Bezirksregierung, Ministerium für Bildung oder sonst was? Und das mache ich alles in erster Linie für mich, aber auch zum Teil für mein... Ich muss sagen, es ist halt wirklich kacke. Ja, Dominik, grüß dich, Bruder. Es ist wirklich kacke, weil ich halt sagen muss, also ich gönn's ihm halt, dass er das zu Ende machen kann. Und ich weiß halt nicht, wie es jetzt ausschaut, ob er irgendwie noch was machen kann, ob er da noch was regeln kann. Ne, ich würde es ihm definitiv gönnen. Ach, Alter, wirklich, also ihm würde ich es schon gönnen, dass er das wenigstens zu Ende macht. Und wenn er dann danach nicht arbeiten geht und YouTube macht, ist ja, spricht ja gar nichts dagegen, aber dann hätte er wenigstens noch was. Wofür er lange studiert hat. Meine Army, damit ich mich nicht wie eine Fotze vor der Kamera verhalten muss, nur damit ich später mal unbedingt Lehrer werden kann. Ich fick euch! Wenn ich meinen Abschluss habe und ihr mir dann trotzdem später keinen Job gibt, dann habe ich es verdient, vom Jobcenter zu leben. Alhamdulillah! Weil mehr als gute Noten und sonst was kann ich euch nicht bieten. Wollt ihr meinen Arsch noch haben? Nimmt, aber der ist nicht rasiert, da sind Haare dran. Ihr steckt an meinen Arschhaaren. Lecker. Marokkanische Arschhaare. Schmeckt aber irgendwie nach Hass. Ich hab letztens sogar gehört, dass einfach von meiner alten Allmannschule, mit der ich seit 50 Jahren nichts mehr zu tun habe, so die Lehrer vor der ganzen Klasse schlecht über mich reden. Erstmal schöne Grüße an euch an dieser Stelle. Nix gegen Sonderschüler an dieser Stelle. Und jetzt an alle Blendawi-Lehrer, die weiterhin über mich schlecht reden wollen. Egal was ihr sagt, letzten Endes, ich hab mein 1er-Abitur oben in meinem Schrank liegen. Ich hab sogar einen besseren Durchschnitt als ihr selber, Lan. Ihr seid Lehrer, ihr seid aufgewachsen mit Eltern, die vielleicht Doktor waren, Anwalt. ABK hat, glaube ich, sein Studium beendet. Anschließend wurde er Lehrer und wurde wegen YouTube entlassen. Nee, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber er hat auch gerade gesagt,
dass er sein Studium bzw. sein Lehramt, ich weiß nicht, ob das das Lehramtsstudium war, aber ich dachte, er war noch im Lehramtsstudium. Und ich glaube, er hat doch gesagt, er musste noch Praktika machen. Ich habe einfach bessere Praktika. Noten als ihr. Die Lehrer sind auch einfach abgefuckt. Ja, ABK studiert auch weiter, ich weiß nicht. Noch so schaffen, White Aufmerksamkeit Girl. 20 Schülern in einer Klasse zu bekommen. Und dann sehen die, dass so ein ekelhafter Dreckiger wie ich mit vor der Kamera rumfurzen, die Aufmerksamkeit von 150.000 Kindern bekommt. Ich möchte jetzt auch hier gar nicht irgendwie alles auf die Lehrer oder auf die Schule schieben, dass gekündigt wurde. Es waren immerhin YouTuber, die einen Teil meiner Privatsphäre, also meinen Beruf, hier auf YouTube erwähnen mussten, weil die einfach keine anderen Argumente hatten, außer auf etwas einzugehen, was mit YouTube gar nichts zu tun hat. Nur damit die einen Ständer bekommen, weil die mich gerade hier als asozialen Lehrer verkaufen. Gehe ich nur auf die Sachen ein, die hier auf YouTube offenlegen. Nie auf private Sachen, wie zum Beispiel, was die arbeiten oder wie die mit Rachbass schreiben. Denn ich behbe die YouTuber immer nur mit ihren eigenen Waffen. Aber die können das nicht. Die würden sogar auf meinen Onkel aus Holland eingehen, wenn die wüssten, was da arbeitet. Aber egal, ich habe wegen euch meinen Job verloren und ihr werdet sowieso noch freiwillig mit YouTube aufhören. Übrigens, Danny the Creek hat übrigens, also Danny the Creek hat doch aufgehört sogar, oder? Der macht doch jetzt schon länger nichts mehr. Oder Danny the Creek macht doch jetzt schon länger nichts mehr. Vor 9 Monaten, den letzten Stream hat er da gemacht. Ja, Danny the Creek, also für mich ganz komischer Typ, ja. Ganz, ganz komisch. Aber das Video ist schon, also ich muss halt wirklich sagen, ABK ist trotzdem sau unterhaltsam einfach. Keine Ahnung, ich kann mir ABK so richtig gut geben.